whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Ja, heute sehen Sie chemische Apparatur. Ja, heute machen wir einen physikalischen Versuch. Nein, wir machen keinen. Wir sprechen über einen. Und deshalb habe ich auch meinen weißen Kittel nicht an, den ich sonst zu meinen Versuchen anhabe, wie hier zum Beispiel ein Feststellen der Alkoholstärke. Nein, diesmal geht es darum, einen Versuch zu machen oder gemacht zu haben, um herauszubekommen, ob die kühlgefilterten Whiskys besser schmecken oder die nicht kühlgefilterten Whiskys besser schmecken. Und ob der Konsument in der Lage ist, rauszufinden, ob ein Whisky kühlgefiltert ist oder ob er nicht kühlgefiltert ist. Das war jetzt, ist schon ein Jahr her. Da habe ich mir diese Apparatur angeschafft, also irgendwo erstes Vierteljahr 2013. Und dazu habe ich mir 24 verschiedene nicht kühlgefilterte Flaschen besorgt. Und damit dieser Versuch allgemeingültig ist, habe ich sowohl nicht kühlgefilterte, sowohl original nicht kühlgefilterte, als auch unabhängig abgefüllte Flaschen nicht kühlgefiltert dazu verwendet. Und hier habe ich jetzt mal so zwei Originale mitgebracht. Da sehen Sie hier Longlaw 18 Jahre, Sherryfass, rauchig. Ich habe mich da nicht lumpen lassen. Wir haben wirklich Top-Flaschen hergenommen. Und nun mussten wir hingehen und mussten diese Flaschen nun, die allesamt nicht kühlgefiltert waren, kühlfiltern. So, und dazu habe ich mich öfter schon mal in Schottland so um die ganze Technik gekümmert. Sie wissen, unsere ganze Webseite ist voll mit technischen Bildern von Brennblasen und dem ganzen Equipment. Und da fiel mir immer das Filtermaterial auf. Bekugur hieß das. Und da habe ich mir gedacht, aha, jetzt weißt du wenigstens, wo das herkommt, was die da verwenden. Jetzt schaust du mal zu, dass du zu Hause das bekommst. Und dann gab es jemand aus Singapur, der hat selber so einen Versuch gemacht, allerdings nur mit 4 Proben und hat da kühl gefiltert, allerdings nur mit Zellulosefiltern und hat damit also nicht so kühl gefiltert, wie es die Schotten nun tatsächlich machen, nämlich mit Kieselgur und Zellulose zusammen in Filterplatten. Und diese Filterplatten mit den Einheiten, so ging für mich auch nicht. Drum bin ich hingegangen und habe dasselbe Kieselgur genommen von derselben Firma. Und das schaut nun, das gibt es in großen Sauerei. Das ist nun so ein Pulver. Und in einem Kubikmillimeter davon, 1 Millimeter auf 1 Millimeter auf 1 Millimeter, sind 1 Milliarde Kieselalgen drin. Die Skelette von Kieselalgen. Das wird hochgebrannt auf 800 bis 1000 Grad, damit jegliches organische Material da drin unschädlich gemacht wird, verbrennt. Und damit wir einen sehr sterilen Kieselgur bekommen. Und dieser Kieselgur hat eine so hohe innere Oberfläche, dass sich diese Stoffe, die man durch die Kühlfilterung herausholen will, wunderbar in dieser Matrix anlagern. Und da habe ich zu der Kühlfilterung, habe ich hier ein Video gedreht, relativ lang geworden. Grundlagen sind ganz okay. Auch da habe ich angesprochen, diese Untersuchung. Und da kam bei raus, dass den Leuten, die dort getestet haben, wie gesagt, waren nur 4 Proben, dass denen die kühlgefilterten Whiskys besser geschmeckt haben. Wäre es ein Wunder, warum kühlfiltern die das? Ne? Ja, auf der einen Seite, um diese Eintrübung beim Abkühlen des Whiskys zu verhindern, wenn die ihren Whisky auf Eis trinken, was man nicht machen soll, weil man dann die Aromen überhaupt nicht schmeckt. Ne? Deswegen filtern die das raus. Jetzt heißt es marketingtechnisch, das sind Geschmacksträger, Aromenstoffe. Die sollte man doch tunlichst drin lassen. Aber dann trübt er sich halt ein. Das will man ja auch nicht. Heißt, du, die Flasche ist trüb, die ist schlecht. Ne? Deswegen geht man dahin und erhöht den Alkoholgehalt im Whisky auf 46 Volumenprozent und dann trübt er normalerweise nicht so ein. Wenn man ihn richtig verwässert mit Eis in einem Glas, trüben auch die ein. Wenn sie dann nämlich mal so unter 40% dann runterfallen, weil das Eis schmilzt, dann trüben die auch ein. So, und dann habe ich also diese 24 Flaschen, 24 verschiedenen Flaschen, tatsächlich habe ich 3 von jeder Sorte gehabt, habe ich immer 1 Liter
3x7 gibt 21, 2,1 Liter, habe ich immer 1,05 Liter, habe ich kühl gefiltert. Und zwar habe ich hier unten erst einen Kaffeefilter doppelt reingelegt. Das war meine Zelluloseschicht. Und da drauf habe ich dann 2 bis 4 cm Kieselgur aufgefüllt. Und dann habe ich den Whisky aufgefüllt, geht ein halber Liter rein, habe ich zweimal das machen müssen. Und das Kieselgur ist ein unheimlich feines Pulver, das setzt sehr schnell zu und dann geht sehr schlecht durch. Also die erste kriegt man noch in einem Tag oder über eine Nacht so mehr oder weniger runter und die anderen werden dann unendlich zäh. Und dafür habe ich hier oben so einen Kugelhahn aufgesetzt. Und an diesem Kugelhahn habe ich den Schlauch angeschlossen und an den Schlauch habe ich eine Luftpumpe gemacht. Und diese Luftpumpe hat nun Druck auf diese Säule aufgebracht. Und dieser Druck hat nun geholfen, den in vernünftigen Zeiten durchzudrücken. Und so nach 4 Tagen habe ich 1 Liter durchgehabt. Das heißt, ich habe eine Woche ungefähr mit Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit und Säuberung und so weiter für eine Sorte gehabt. Das heißt, ich habe da mal 24 Wochen, ein halbes Jahr lang habe ich daran hingearbeitet. Ja, heftig Arbeit. Aber ich wollte wirklich Ergebnisse haben, die dem Original ähnlich sind. Das heißt, ich musste, blende ich Ihnen hier jeweils Bilder ein, ich musste auch die Temperatur überwachen. Ich musste erstmal einen Kühlschrank haben, wo ich dieses ganze Ding reinbekommen habe. Der Kühlschrank auf volle Pulle gedreht, musste zwischen 0 und 4 Grad haben. Und wenn ich jetzt neuen Whisky da eingebracht habe, dann musste ich den vorher in einem anderen Kühlschrank schon runterkühlen, damit, wenn ich den warm in den Kühlschrank reinstelle, mir die Temperatur nicht nach oben verschwindet. Das heißt, ich habe ihn erstmal außen abgekühlt, dann habe ich ihn damit reingepackt. Ja, war alles eine wilde Arbeit, bis ich das alles durch hatte, oder nicht wild, eine aufwendige Arbeit. Und damit, wenn man oben da drauf drückt, unten die Sache nicht irgendwann platzt, nein, die Aquariumpumpen sind zu schwach dafür, habe ich hier nochmal so einen Hahn, den aufgemacht, ganz leicht, dass da also dann der Überdruck dann da rausgehen konnte. Und dann war dann am Ende hier in diesem 1-Liter-Kolben, 1000 Milliliter kann man da lesen, war dann am Ende hier bis oben voll. So habe ich also alle die durchgefiltert und dann ging es darum, Kunden bzw. Tester zu finden, die jetzt Erfahrungsstände haben, die ihnen erlauben, überhaupt zu sagen, ist der kühl gefiltert, ist der nicht kühl gefiltert. Kann ich nicht einfach einen Anfänger auf der Straße nehmen, sagt, probieren, sagt, der schmeckt scharf. Also da muss man schon Leute haben, die das können oder sagen wir mal, die einen Erfahrungsstand haben und das wohl können. Und da haben wir bei uns vom The Whisky Store Kunden eingeladen und aus unserem Forum eingeladen. Und dann haben wir diese Proben, das waren zusammen 1331 Stück, haben wir an diese Probanden losgeschickt mit Bögen, wo sie einmal selber sagen mussten, wie viel Whiskys haben sie schon mal probiert. Und ich glaube, es waren über 80%, die schon mehr als 30 probiert hatten. Und über 60%, die mehr als 50 probiert hatten. Da war also der Erfahrungsstand da. Und da wir eine schöne Mischung und eine große Anzahl verschiedener Flaschen hatten, konnten wir nun Aussagen machen, wie steht es jetzt mit der Kühlfilterung bei den Originalflaschen. Wie schaut es aus bei der Kühlfilterung bei den unabhängigen Abfüllern? Und bei den unabhängigen Abfüllern haben wir jetzt nicht Feldwald- und Wiesenabfüller genommen, die da als Armchair-Bottler irgendwas daherkommt, abfüllen. Nein, da haben wir schon die bedeutenden genommen. Und zwar Signatory Vintage war dabei, Douglas McGibbon, die Provenance-Serie, die nicht kühl gefiltert ist. Und dann Dunbeggan, die auch zu Ian McLeod, großen, die den Glengoyne gehört, und mittlerweile auch Tamdu gehört. Zu denen gehört und Chieftains, die gehören auch in das hinein, haben wir solche Abfüllungen genommen. Alter sehr unterschiedlich von No Name, nicht No Name, No Age, bis hinauf zu 18 Jahren, hier diesen Long Row, war also alles dabei. Die große Anteil, bis auf 3, trugen alle ein Alter über 9 Jahre und drüber. Das war also hier auch gut. Da hatten der Durchschnittspreis der Flaschen bewegte sich bei 46 Euro und ein paar verquetschte. So. Dann mussten die also testen und dazu habe ich ein extra Video gedreht, was hier im Blog nicht gelaufen ist, was
bis dahin privat war, was also hier jetzt als Einzelnes hin verlinkt wird. Und wenn Sie das bei sich auf dem iPad nicht sehen oder auf Ihrem Handy nicht sehen, weil die Overlay-Technik nicht können, dann finden Sie es in der Beschreibung unten den Link auch nochmal. Dann drücken Sie dann da drauf und dann können Sie das zweite Video sich anschauen. Wie dann den Probanden mitgeteilt wurde, wie sie da probieren sollten. Das war alles ohne Angabe der Sorten. Und die haben jetzt erstaunlicherweise einen Mix von 12 Flaschen bekommen, haben vorher nicht gesagt bekommen, dass wir übrigens auf die Kühlfilterung aus sind. Nein, wir haben jede Menge abgefragt. Da kann man also noch Untersuchungen drin machen, dass es nur so kracht. Und dann haben wir geguckt, wie gut findet ihr denn die Kühlfilterung? Und ich blende Ihnen auch hier den Link auf die Veröffentlichung, die ich jetzt geschrieben habe, ein und den blende ich Ihnen, den füge ich Ihnen auch hier unten in die Beschreibung oder in die Beschreibung vom Video auch noch ein, dass Sie da drauf drücken können und dann können Sie einen Download von dieser Veröffentlichung machen und können sich dann da durchlesen. Die Zusammenfassung will ich jetzt hier auch kurz geben. Kühlfilterung oder nicht Kühlfilterung kriegt man nicht raus. Es gibt minimale Unterschiede, aber das sind so mal plus 2 Prozentpunkte, mal minus 2 Prozentpunkte, die sich da unterscheiden. Es gibt eine Art Whisky, wo man das tatsächlich rausbekommen kann. Das sind nämlich die nicht rauchigen, nicht Sherryfass gelagerten Whiskys. Die findet man raus, weil die sind einfach ein bisschen intensiver. So wie man einen Sherryfass hat, so wie man einen Rauch hat, findet man nicht Kühlfilterung nicht mehr raus. Ist einfach nicht machbar. Dann interessant auch die Qualitäten. Das heißt immer, die unabhängigen Abfüller sind besser. Die haben nicht gewusst, was sie haben. Ne? Sie hatten 12 Proben, 6 unabhängige, 6 Originalabfüllungen und in diesen jeweils ein konjugiertes Pärchen, kühlgefiltert und nicht kühlgefiltert. Die haben noch nicht mal rausgefunden, ach ja, was für eine Brennerei es war, haben wir auch noch abgefragt. 4,5% oder so haben rausgefunden, was das für eine Brennerei war. Das war ein glatter Schuss ins Blaue. Das Kühlfilter, nicht Kühlfiltern, kein Unterschied. Unabhängig, Originalabfüllung, kein Unterschied. Die durchschnittliche Bewertung war hübsch gleich. Es gab aber so ein paar Tendenzen bei der Qualität. Und zwar nicht die unabhängigen Abfüller tendenziell besser. Nein. Die im Sherryfass lagen, waren tendenziell ein Stück besser. Und die, die rauchig waren, da konnten die Tester aussuchen, ob sie einen rauchigen Probensatz haben wollten oder einen nicht rauchigen Probensatz haben wollten oder einen gemischten. Und damit haben wir vermieden, dass jetzt die Leute nicht sagen, der ist rauchig, den mag ich nicht, schlechte Bewertung. Ne? Sondern wenn einer weiß, er mag keinen Rauch, dann sollte er bitte keinen nehmen. Und so haben wir also dann diese Fehlbewertungen oder die, ich mag diese Sorte nicht, das haben wir da draußen gehabt. Das war uns wichtig, aber die Rauchigen wurden auch besser bewertet und die Rauchigen im Sherryfass wurden als Bestes bewertet. Ganz klar, je mehr Aromen in so einen Whisky reinkommt, umso besser schmeckt der. Weil Whisky ist eine braune Spirituose, wir kaufen den wegen den starken Aromen und je mehr da drin ist, umso lieber mögen wir das. Die ganzen Experten, die da wirklich erfahrenen Genießer, das bringt's her, ne? Ganz deutlich. Und so ist also praktisch ein Rauchiger im Sherryfass gelagerter Whisky wie der Longlow, der schließt unter den Besten ab. Weil das ist das, was die Leute mögen. Und so ein unabhängig abgefüllter Weißwein aus dem Refillfass, Weißweinfarbe aus dem Refillfass, kein Rauch drin, Refill, kein Sherry drin und so, die fallen natürlich am schlechtesten aus. Tja, wobei immer aufpassen, die wenigsten davon waren gefärbt. Wir hatten ganz wenige Gefärbte drin. Und jetzt muss man dann mal eine Untersuchung machen, ob die Gefärbten besser schmecken als die nicht Gefärbten. Ich weiß aber nicht, ob die statistische Anzahl an Proben dafür dann wirklich ausreicht, um diese Aussage zu treffen. Da muss man auch aufpassen. In Summe kann man also ganz deutlich sagen, Kühlfilterung ist durch den Verbraucher nicht feststellbar. Es ist ein reines Kopfargument, ein reines Marketingargument, um Whiskys besser verkaufen zu können, auch teurer verkaufen zu können. Und dabei lässt man dann einen aufwendigen, das habe ich selber gemerkt, wie aufwendig das ist, und Energieverbrauch fürs Abkühlen und so braucht man alles, ne? Und Pumpen und Filtermaterial, was man wegschmeißt und so weiter. Das Ganze kann man sich alles sparen und trotzdem kann man den Whisky am Ende teurer verkaufen.
das war ja das, was diese Voruntersuchung aus Singapur schon so ungefähr ergeben hat. Der hat aber jetzt einen Teil von den Whiskys rausgefunden, die tatsächlich dann als nicht kühl gefiltert schlechter schmeckten. Gut, der hatte keine diese großen Anzahlen, 1331 Proben, 24 verschiedene Flaschen, 111 Probanden. Der hatte einfach diese statistische große Anzahl nicht. Jetzt, nach dieser Untersuchung, kann man das deutlich sagen, so schaut's aus. Laden sich diese Ausarbeitung von mir herunter. Gerne diskutieren wir darüber auch im Forum, wo wir ja schon angefangen haben zu diskutieren, wo ich schon mal die ersten Ergebnisse schon mal gepostet hatte. Und ich darf mich auch entschuldigen, dass diese ganze Geschichte nun über ein Jahr gedauert hat. Aber es ist so wahnsinnig viel Arbeit und dann diese ganzen Proben alle auswerten, die ganzen Daten erstmal reinzubekommen ins System. Da wurde dann schon gesagt, ja, warum hast du nicht ein Internetformular gemacht, wo du das alles eintippen kannst? Ja, Problem daran ist, dann hänge ich die Leute jenseits des digitalen Grabens, hänge ich dann ab. Die können dann nicht, ne? So haben wir das also alles auf klassische Art und Weise mit Papier gemacht. Und haben natürlich die entsprechenden Arbeit gehabt, da reinzutun. Und ich muss sagen, ich wollte das wirklich exakt haben und habe das jetzt nicht irgendeinem Schüler oder so gegeben. Nee, habe ich selber gemacht. Ja, ich wollte es immer dem Schüler geben. Ich habe dann immer mal geguckt und so. Und dann guckt man so sich die Arbeit an. Und dann denkt man sich, oh, ob der das so gewissenhaft macht, wie man das selber haben will. Schließlich hängt dann Ruf dran und so, den man verlieren kann. Und dann habe ich es am Ende selber gemacht. Drum hat es so lange gedauert. Da darf ich mich also wirklich nochmal für entschuldigen. Tja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich dann aufs Diskutieren mit Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.